Wir sind hier in unserem Atelier. Das Atelier teilen sich meine Frau, Claudia Spielmann-Hoppe und ich. Das ist ein ehemaliger Heuboden, den haben wir umgebaut vor 7 Jahren ungefähr. Und das ist auch der Ort, an dem das Buch Das dritte Herz des Oktopus, Dirk Rossmann und Ralf Hoppe, entstanden ist. Dirk Rossmann saß hier in dem leckeren Ledersessel und ich saß ein Stückchen weiter in dem Schaukelstuhl und hier haben wir eigentlich ein Dreivierteljahr uns getroffen, haben über das Buch diskutiert und über die Story diskutiert und haben verschiedene Aspekte gemeinsam festgelegt. Hier in diesen 12 voluminösen Ordnern haben Dirk Rossmann und ich die Rechercheergebnisse zusammengetragen, sortiert, vertieft. Und wir hatten für dieses Buch ein Team von 12, manchmal 15 Rechercheuren am Start und haben denen Aufträge gegeben. Und die haben für uns bestimmte Themen, wie zum Beispiel den Marianengraben, Leben am tiefsten Punkt der Welt. Das haben die für uns recherchiert, mit uns gemeinsam recherchiert und haben uns hochinteressante und inspirierende Dossiers dazu geliefert. Wurden wir oft gefragt, kann man überhaupt zu zweit irgendein Werk schaffen? Und da ist unsere Antwort ja, ganz klar ja. Wir haben durch unsere Freundschaft eine Technik des gegenseitigen Hochschaukelns entwickelt. Meiner Meinung nach haben wir uns da sehr, sehr gut ergänzt. Und bis zum Schluss mit Freude, und ohne Freude geht das nicht, mit Freude und mit viel gegenseitigem Respekt gearbeitet und das Buch so zusammengestellt. Und das war das Ende des Buches.